Machen wir eine kleine kurze Erklärung zu dem heutigen, immer ist heute alles, was passiert ist, heute zu dem heutigen Selbstgespräch, weil ich immer darauf hinweise, wie willst du Wunder erleben, wenn du nicht an Wunder glaubst? In einem der Offenbarungsbücher weise ich darauf hin, dass göttliche Wunder bloß einer erleben kann, der an Gott glaubt. Die Frage ist, an was glaubst du, wenn du an Gott glaubst? An den Gott, den du dir ausdenkst? Du musst anfangen, an dich selbst zu glauben. Und wie viele Beweise muss ich eigentlich noch in dir auftauchen lassen? Wundern sind ein intimer Akt. Das ist ja unser Intim, in Time, in der Zeit leben. Hebräisch Intim, hey, heißt ja das Wunder, das Wundervolle, das man selbst ist. Du bist voller Wunder, aber die Wunder, da steckt auch die Wunde mit drin. Das Trauma, die Traumschöpfung. Wir schauen uns heute mal jetzt ganz kurz das heutige Selbstgespräch an, da springen wir jetzt ganz einmal da rein. Und das, was ich dazu noch mit rangehängt habe, ist also relativ simpel. Ich springe jetzt immer in ältere Selbstgespräche. Älter und jünger ist immer jetzt. Update, bewusste Schöpfung oder nur Zufall. Das, was dir zufällt, dieses Pur, das Los, ist letztendlich, was du selbst erschaffst mit deinen Reaktionen. Hier ein kleines Beispiel der Matrix IQBs. Das ist schon BI. Wir springen ja ganz kurz rein. Das heißt, das erste Mal hier im Nichts. Heißt aber dann auch in Bezug auf BA, heißt das Kommen mit dem J am Hintern, heißt eigentlich mein Kommen, mein Gehen, mein Hineingehen. Wird jetzt hier mit du übersetzt im Klassischen, aber wirklich heißt es mein Kommen, mein Hineingehen. Ich gehe, wo gehst du eigentlich hinein? Und jetzt haben wir wieder zwei Seiten. Gehst du in die rote 13, in die Liebe oder gehst du in die Traumwelt, in die äußere 13? Wer auf jeden Fall geht, ist es ich. Das ist der Pyramidenwert, der sich aufbaut. Und jetzt ist es in diesem Selbstgespräch, ist genau bei 1, 27, 25. Ich verweise nochmal drauf, wir arbeiten mit 27 Zeichen, die genau genommen 28 Zeichen sind im Hebräischen mit den Endzeichen. Wir haben das 28. ist dann das Elef, das unendlich viele, das beginnt bei Alef, das sind genau vier Oktaven. Und wenn man das jetzt hier einsetzt, sind es 52, 45, sprich 5245 Sekunden. Und das kannst du jetzt, 52 ist ja Ben, der Sohn, und 45 ist der Adam. Darum sage ich, sprich, der Gott ist Sohn 52 Adam. Die Worte mit dem Bewusstsein. Und dann kommt bei, das dauert genau eine Sekunde, und bei 1,27, 26, kommt dann praktisch eine Sekunde dazu, sind es. Der Sohn ist die 46, spricht er, und jetzt schauen wir uns die 46 einmal kurz an. Unter anderem ist es im Kind. Ich spreche immer in meinen Gotteskindern, in meinen Geisteswungen. Das heißt, das dann mal im Kind. Das hast du übrigens dann auch in mir, Bi, LD von Illet, von Kind. LD heißt, wird etwas geboren. Ich gebäre es selbst. Das ist der Totalwert 46 und der äußere Wert 46. Ist praktisch in mir ist eine physikalische Lichtöffnung. Das ist deine Traumwelt. Wir können das Kind natürlich auch, die KI, das ist der Brand. Ich betone nochmal, den Brand ist eine existierende Öffnung und das heißt Auf- und Abschwingen. Und es wird im Kind geboren. Interessant ist, der verborgene Wert davon ist die 88. Die schauen wir uns gleich genauer an. Und ich stelle hier nochmal heraus, nur wer bewusst für uns alle zu sterben bereit ist, kann und wird auch bewusst wiedergeboren werden. Und jetzt haben wir hier die 88, die 888. Und das kannst du jetzt anhalten, das Video, und kannst du das genauer anschauen. Das ist ein kleiner Auszug aus einem der kleineren Holo-Arithmetik-Schriften. Und das ist eigentlich auch der Satz: Bin ich jetzt gekommen? In dir bin ich hochgekommen. Als rein als eine Information, als Brüssel Udo. Das hat den Wert im Hebräischen geschrieben, 888, und im Griechischen ist das Jesus. Und dann schauen wir uns nochmal einen Wert für die 46 an. Das ist also die Frau eines bösen Menschen
Ich bleibe das einfach einmal so, wenn man da in die Geschichte reingeht. Und das heißt auch der aufblühende Freude und der Jubel. Imperfekt gelesen, das wäre jetzt die Art und Weise, heißt es, ich werde polar alternieren. Ich werde anfangen, in mir selbst zu schwingen. Und der Pyramidenwert ist hier 72 und wir wissen, das ist 72, ist der Pyramidenwert von Jahwe. Das stellt sich dann immer so dar. Darum habe ich das jetzt drunter gestellt. Und dann kommt genau, wie gesagt, bei der 26, dass mir nichts passiert. Ich habe jetzt hier eingefügt, mir UB als Geistesfunk, ich bin ja du. Ja. Und mir kann nichts passieren, dieses nicht rot gelesen. Das sind dann gespiegelte Erscheinungen, raumzeitliche Spiegelungen. Dieses nicht kann man natürlich hast feststehend, ruhen, stationär, du bist im Meer der Mittelpunkt. Es dreht sich alles um dich herum, egal was du dir denkst. Und das ist ein Bewusstsein des Ich. Nicht bedeutet in sich selbst feststehend, ruhen, stationär. Heiliger Geist ist absolute Liebe. Und das ist die Synthese von These und Antithese, Wellenberg und Wellendal. Die Synthese von jedem Vorher und Nachher, das du dir denkst. Das ist das Spiel, wenn du das einmal erkannt hast, dass du das, was sich widerspricht, so etwas vollkommen Neuen machen kannst in dir selber. Oder brauchst du, beziehungsweise musst du selbst Geist sein, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und dann geht es weiter, dass ich Gefühle erlebe, die ich eigentlich gar nicht fühle, wenn ich, und jetzt schreibe ich hier als Avatar, ich als Brösel in einen Gruselfilm reingehe. Das kann ich jetzt sehen, welche Schicht gehe ich in der Kino und schaue mir einen Gruselfilm an oder erlebe ich den live als Avatar in meiner Traumwelt. Und da wissen wir ja, das heißt jetzt hier dieses Sanskrit-Wort, weist auf ein Herabsteigen einer Gottheit. Das heißt, du gehst in die irdischen Sphären und wir wissen ja, IRD, irdisch, das ist das hebräische Wort für Jordan. Du bist über Jordan hinabgestiegen in deine Traumwelt, in diese Sphären. Ich rede immer auch von einer Sphäre, ist eine Kugeloberfläche. Die nennt man eine Sphäre. Und das ist eine Inkarnation Vishnus. Das ist aus der Trinität Vishnu. Das ist praktisch die Lampe im Projektor. Brahma ist das Programm und Shiva ist dann Zerstörer, das sind die ständig wechselnden Bilder. Alles nur Symbole. Und da können wir jetzt ganz kurz, hören wir uns das an, dass mir nichts passiert. Dass ich Gefühle erlebe, die ich eigentlich gar nicht fühle, wenn ich in einen Gruselfilm reingehe. Das ist genau die Stelle, das ist auf die Sekunde genau alles getimt. Das ist das Wundervolle. Und da springen wir jetzt nochmal runter, da zeige ich nochmal zwei Stellen, die dazukommen. Da habe ich übrigens ein R vergessen. Wir schauen uns das einmal kurz an. Es ist eine Matrix. Und ich bin der Schöpfer der Matrix, der Architekt. Das ist jetzt von Bayern Alpha. Tagesschau vom Dienstag, 86. Das können wir jetzt eine Selektion des Intellekts, ist eine gespiegelte Existenz. Wir können das alles rot machen, das Spiel musst du irgendwann einmal begriffen, eine göttliche Spiegelung der 86. Das geht dann über den Matrix-Propheten. FJ ist übrigens Pi, da habe ich das R vergessen. Strauß, SDR ist das Geheimnis und aus. Und da steht jetzt schon B inmitten dieses Kopfes, das steht über meinen Kopf, B Rashid, aber ich sehe noch viele Köpfe, dieser Kopf, B Rashid, ich UB bin auch in diesem Kopf ein geistiges Wesen, in jedem Kopf. Das rote Ich in den Köpfen der Personas ist zuerst einmal das Ich eines Geistesfunken, die sich wiederum alle als periphere Mittelpunkte in dem absoluten Mittelpunkt befinden. Wenn diese Bundesrepublik Deutschland einen fundamentalen Richtungswandel in Richtung Rot-Grün vollziehen würde. Aktuell, absolut aktuell. Wir schauen da kurz rein. Das hier ist das Konstrukt, unser Ladeprogramm. Das heißt, wir sind jetzt in einem Computerprogramm? Ist das wirklich so schwer zu glauben? Das hier ist die Welt, die du kennst. Wenn ich immer sage, als Brösel unterm Brösel, das spielt sich in einem Computerprogramm ab, wobei in einem Computerprogramm im Arbeitsspeicher sich nichts abspielt, sondern das, was sich abspielt, ist das, was herausgerechnet wird als Einzelbilder, Bild, 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 Bild. Moment, Moment, Moment.
Die Welt am Ende des 20. Jahrhunderts. Einen fundamentalen Richtungswandel in Richtung Rot-Grün vollziehen würde, dann wäre unsere Arbeit der letzten 40 Jahre umsonst gewesen. Dann wäre das Schicksal der Lebenden wäre ungewiss und dass die Zukunft uns, die kommenden Generationen, ihr Leben würde auf dem Spiele stehen. Das gleich ist es, was wir uns... Gleich von vornherein, die Lösungen, die er natürlich bringt, sind auch keine Lösungen. Darum geht es aber eigentlich gar nicht. Das sind immer Einseitigkeiten, auf die ich hinweisen tue. Aber es ist ein Prophet. ...Wählern sagen müssen. Und das geht weit über kleinliche Mäkeleien hinaus in der Steuerpolitik, in der Finanzpolitik, in der Umweltschutzpolitik und in welchen politischen Bereichen auch immer. Wir stehen doch vor der Entscheidung, bleiben wir auf dem Boden trockener, spröder, notfalls langweiliger, bürgerlicher Vernunft und ihrer Tugenden oder steigen wir in das bunt geschmückte Narrenschiff Utopia ein, in dem dann ein Grüner und zwei Rote die Rolle der Faschingskommandanten übernehmen würden. Es ist immer das Spiel, ein wirklicher Prophet kennt die Zukunft, weil er weiß, dass in der Zukunft nichts passieren wird. Propheten, die dir eine Zukunft prophezeien, sind keine Propheten. Ein wirklicher Prophet weiß, dass das, was er jetzt prophezeit, im Hier und Jetzt passieren wird, wenn er diese Spur, wenn er diesen Weg geht in der Matrix. Das ist das Autobahnbeispiel, weil die Bilder, die auftauchen, die existieren, beginnen immer hier und jetzt zu existieren. Und wenn du an einer Autobahnkreuzung stehst und du entscheidest dich für rechts oder links, es ist wie in einem Videospiel. Alles, was prinzipiell auftauchen kann in dir, ist in dir schon drin. Du hast aber den Joystick in der Hand und du steuerst. Darum sag ich, du kannst dich jetzt entscheiden, ob du ein ewig sterbliches Säugetier sein willst, das ständig ums Überleben kämpft und sich um morgen sorgt, obwohl ich eindeutig sage, sorge dich nicht um morgen, das Feindbilder bekämpft, obwohl ich eindeutig darauf hinweise, liebe deine Feinde. Es sind die Negativ-Puzzlestückchen, die du brauchst zur Vervollkommnung. Es ist der Adam ist Jäger wenig Haber, übersetzt männlich und weiblich, wobei hier das Gedenken, des Männliche sich im Weiblichen abspielt. Das Weibliche heißt Loch. Schau uns das kleine Bild an. Das ist das Loch und der Mann ist der Penis und der ist in der Frau, der wird eingehüllt von der Frau, der ist das Innerste der Frau. Da kommen wir dann noch gleich drauf auf den Kopf. Hier eine klare Entscheidung herbeizuführen. Sind wir unseren Bürgern und unserer Jugend schuldig. Sind wir aber auch der Glaubwürdigkeit Deutschlands bei unseren Nachbarn aller vier Himmelsrichtungen schuldig. Ruach, die vier Himmelsrichtungen. Dann Madesi, Antidesi, Syndesi und die rote Vier. Du hast bisher in einer Traumwelt gelebt, Neo. Das ist die Welt, wie sie heute existiert. Du Geistesfunken. Bist der träumende Geist und du befindest dich als Brösel, als der, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst, in einer Traumwelt, in die du dich einhüllst. Nein, deswegen sagen wir ja auch, wir wollen emissionsfreie Fahrzeuge haben. Und wir müssen natürlich mit den ganzen Begleiterscheinungen, selbst wenn du das jetzt nicht angesprochen hast, so Fragen wie Rohstoffe, Kobold, wo kommt das eigentlich her? Wo kommt das alles her, was du dir ausdenkst? Interessante Frage. Wo kommen deine Gedanken her? Bleib nur im Bereich der Gedanken. Das Trügerische ist immer die sinnlich wahrgenommenen Informationen. Betonung liegt auf Informationen. Der große Trugschluss, der Bruch des zweiten Gebotes, dass du meinst, es kommt irgendwas von außen. Von außen kommt nichts in einen träumenden Geist hinein. Das, was er in sich, in seinem Innerhalb hat, kann er sich auch ausdenken, aber es kommt aus dem tiefsten Inneren. Dein Versprechen, was wir seit Ostern geben. Betonung liegt auf Versprechen. Wenn du dich versprichst, musst du das richtig stellen. Außer du weißt, wie beim Brösel Udo, dass jeder Versprecher, jede Kleinigkeit absolut bewusst erschaffen ist. Kann man nicht emotional sein, emotional ins Kommen ins Machen. Da könnt ihr mich als Politikberaterin anstellen. Politikberaterin. Nein, das glaube ich einfach nicht. Glaubst du es schon? Das kann unmöglich sein. Doch, es ist doch. Von Moment zu Moment abhängig davon, wo du deinen Fokus drauf legst. Ich sagte nicht, dass es für dich leicht würde. Nur, dass es die Wahrheit ist. Schluss damit! Lassen Sie mich heraus! Lassen Sie mich raus! Ich bin hier raus! So einfach ist das Spiel. Und jetzt mache ich hier nochmal, beachte,
Genau bei 43 Sekunden. Oder steigen wir in das bunt geschmückte Narrenschiff Utopia ein? Steigst du in Utopia ein? Die Utopie kann man natürlich wieder positiv und negativ lesen. Und diese 43, das ist das Spiel. Die Welt eines Magiers, eines bewussten Zauberers. Die Grundsymbolik der Matrix. Noch einfacher kann man es nicht ausdrücken. Da steckt das alles drin. SD-Eck, das alles drin. Und jetzt machen wir da nochmal einen kleinen Auszug. Das ist Prophetie. Jahwe spielt der Liebe. Die eigentliche Lebensaufgabe eines Samenmenschen, das ist diese Geschichte, wo ich immer wieder sage, für Gott sind die Menschen, die du dir ausdenkst, Samenfädchen. Ein Samenfädchen jetzt bei dem biologischen Trockennasenaffenmännchen hat Überlebenszeit, das hast du gelernt oder kannst du nachschlagen, von 3 bis 4 Tagen. Und dann ist es aus und vorbei. Außer das Samenfädchen sucht das Ei und verschmilzt mit dem AI. Ich habe jetzt hier Ei, ich kann jetzt die Energie Gottes lesen und ich kann AI schreiben, dann heißt es dem Schöpfergott. Und dann wird es zu einem Menschen, jetzt rot gelesen. Und das ist, gehe ich reichlich drauf ein, nur ein Mensch. Jetzt habe ich hier diesen Schöpfergott und ein existierender Mensch, das ist ein Trockennasenaffe, das ist ein Samenfädchen. Ein göttliches Samenfädchen, der überlebt jetzt in seiner Traumwelt, sagen wir, nach 90, 80, 90, 100 Jahre. Und der muss nach Gott suchen und muss sich jetzt mit Gott verschmelzen, dann lebt er ewig. Das ist wieder eine Hierarchie. In seinem kurzen, wandlungsreichen Leben seinen eigenen Geist, Gott in sich selbst erkennen. Du musst deinen eigenen Geist, den Gott in dir selbst erkennen, der du selbst bist. Ich erkläre dir, was du bist. Und mit dem eins, das würde ich jetzt AINS, ein nicht existierendes Bewusstsein werden. Erst dann ist er zum Menschen geworden. Mensch, der wirkliche Mensch, der Adam. Träumender Geist mit ewiger Traumwelt. Und für all die Samenfädchen, die es gar nicht, für all die Menschen, die nach Gott nicht suchen, zu suchen anfangen, weil sie ja sicher wissen, es gibt keinen Gott. Der ist ja nur ein religiöses Hirngespinst. Kriegt morgen kein Horn mehr. Wohlgemerkt, morgen ist immer heute. Auf Seite 22. Wichtig, verwechsle einen Menschen als Ganzes betrachtet nicht mit seinem Körper. Das, wo ich immer wieder darauf hinweise. Ein Mensch durchlebt im Laufe seiner Filmdasein verschiedene Personas, also der rote Mensch dann. Und jeden Tag hast du eine neue Maske, eine neue Persona, wenn du aufstehst. Eigentlich jeden Moment, wenn du an deinen Körper denkst. Geistig zeugungsfähig ist man, aber nur als Kreis, wenn du die 3 Wachstumsstufen durchlaufen hast. Dann bist du ein geistiger Kopf des Schöpfergottes. Dann hast du am Ende begriffen, ich bin ja nur ein träumender Geist. Weiter mit der metaphorischen Geschichte Deutschlands. Als Deutschland, blau wohlgemerkt, dein ausgedachtes Deutschland mit einer Chronologie deines Programms in den Nachkriegsjahren sich gegen mich entschieden hat und für die Alleinherrschaft des Kapitals, nochmal Kapital, heißt ein todbringendes Verbrechen. Da boomte die Wirtschaft und die gebrochene Hure, das durch den Krieg in seiner Seele zerstörte Deutschland, war jung und hatte noch einen Liebreiz und die Messe zu Hannover, die große Weltmesse, Hannover Messe, wurde als Bordell für geschäftemachende Freie ausgerichtet. Und jetzt kommen wir zu dem hier, habe ich gesagt, in diesem Strauß-Video. Unser Geist von weltoffenem Deutschland in die hinterste Ecke verbannt und viele kleine geistlose Lichtlein tauchten kurzzeitig auf. Ein Brand, nochmal dran denken, Brand heißt KI. Ein Kohl, eine Merkel und die Daten und ihre geistlose Herrschaft unter der Regie des Tieres an, dessen Vorname Demokratie, verlogene Scheindemokratie und dessen Nachname Kapitalismus ist. Der von mir begnadete Geist Deutschlands, Deutschland, dem ich UB durch seine deutsche Sprache, die Vatersprache, den Codeschlüssel zur Entzifferung all meiner heiligen Schriften und damit auch meiner göttlichen Geheimnisse vererbt habe, wurde von ihren demokratisch gewählten Kanzlern Brandt, Kohl, Merkel und noch einigen anderen Führern, die der Erwähnung hier nicht wert sind, im gierigen Feuer des sozialen Kapitalismuswahns verheizt.
Das ehemals geistreiche Deutschland wurde von seiner selbstgewählten Elite, Fragezeichen, zeig mir die Elite, zeig mir die Weisen deiner Welt und ich zeige dir, dass das alles Vollpfosten sind. Geistlos nachäffende Tiere. Nur verbrannt, verkohlt und die Hure Deutschland hat es bis heute nicht gemeldet. Alle Gedanken an Deutschland sind nur geistlose Informationen, blaues Deutschland in dir, die du dir de facto selbst ausdenkst, inklusive dich selbst. Ich sage immer, dazu gehört auch der, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst, du Geist. Und durch dein Denken hier und jetzt in deinem eigenen Bewusstsein zur lehrreichen Anschauung bringst, wie man es nicht machen sollte, solange du selbst nicht den Geist in dir selbst erkennst, dich selbst erkennst, kann und wird sich auch die Welt, nochmal der polare Rand, der verbrennt von Augenblick zu Augenblick, oder auch Biren, die Polaritäten, die rennen, longitudinal, die du um dich herum gedanklich verstreust, die an der Oberfläche deines Geistes in Erscheinung tritt, nicht verändern. Die von dir Mensch bisher vermutete, völlig logisch ausgedachten Märchengeschichte Deutschlands soll dir Geist nun folgendes lehrreiches Exempel ins Bewusstsein bringen. Deutschland entschied sich für die Weltwirtschaft und damit zwangsläufig gegen den eigenen göttlichen Geist. Das im symbolischen Herzen gebrochene Deutschland wurde in dieser Geschichte Weltmeister im Verkauf seiner Produkte und Weltmeister im Huren. Da könnte ich jetzt dir viele Kleinigkeiten erzählen aus den geistigen Archiven. Man hatte unbewusst Deutschland seelisch und körperlich selbst misshandelt. Dies geschah, weil jeder geistlose Mensch der Masse zu einem Götzendiener geworden ist und in seinem Dasein Vergessenheit nach dem göttlichen Geist in sich selbst zu suchen. Das ist Auszüge, die sehr tief gehen. Das lassen wir jetzt hier mal einen Moment. Da wollen wir hin. So, jetzt müssen wir wieder beieinander sein. Ja. Und das ist Neugier, Kind, gotteskindliche Neugier. Die kannst du erst bekommen, wenn du das erste Mal Ängste überwunden hast. Solange in dir Angst ist, ist in dir kein freier Geist. Das ist auch Liebe. Liebe unter Zwang, erkläre ich tausende Male, ist keine Liebe. Tierische Mutterliebe ist unter Zwang. Du bist so programmiert, du kannst nicht anders. Sexuelle Liebe ist unter Zwang. Du kannst nicht anders. Die wirkliche Liebe beginnt in dem Moment, wo du frei entscheidest, wo dich kein Programm zwingt, zu lieben. Das wird schön dargestellt in der Matrix 1, wenn der Neo in die Matrix reingeht, um den Morpheus zu retten. Obwohl es ein Todeskommando ist. Liebe zeigt sich, wenn du anfängst, deine Feinde zu lieben. Das, was deine Logik sagt, das ist böse, das ist schlecht, das brauche ich nicht. Da musst du etwas tun, wo dein Programm versucht zu verhindern, wo dich dein Programm nie dazu animieren wird, das zu tun, sondern im Gegenteil, es wird dir das immer wieder ausreden. Dieses blaue Ich, ich kann doch nicht, ich darf doch nicht, ich muss doch, ich brauche doch. Dieses geschwätzige Ich in dir. Wenn du wirkliche rote Liebe werden willst, musst du da nicht, du darfst dann nicht mehr auf das blaue Ich, auf dein Ego hören, sondern auf das rote Herz. Dann beginnt die Liebe. Die Selbstlosigkeit in Bezug auf dein blaues Selbst. Du musst dieses Ego loswerden und das bist du eigentlich schon los, wenn du das Ego zu etwas machst, was du beobachtest. Das ist, wo ich immer wieder sage, werde zu einem stillen, schweigenden Beobachter. Tief hingucken. Aber das bist du erst, wenn du schauen kannst, ohne zwanghaft zu werden, sondern eine geistige Position einnimmst, wo du die Wertungen dessen, mit denen du dich ein Leben lang verwechselt hast, der ja immer noch an der Oberfläche da ist. Du lebst ja das Leben noch. Indem du das beobachtest. Du beobachtest, wie du reagierst. Ich könnte jetzt wieder reingehen mit unserem Stefan. Stefan ist jetzt ein Gedanke in unserem Chat. Ich sage immer, du erkennst, irgendwann ist hinter dieser Maske, die ich mir jetzt denke, ein Geist. Und ich sage dir, nein, er ist wie eine Maschine. Ich schreibe dir zigfach noch dazu hin. Einfach mal die Fresse halten. Und er kann, dann schreibt er schon wieder. Er schreibt und schreibt und schreibt. Cut! Denken wir uns jetzt. Wir denken uns jetzt eine Vergangenheit aus. Das ist der kleine Trick. Du schaust dir eine Philosophievorlesung an, Pixelmännchen auf dem Bildschirm oder live auf der Verabredung, wenn du an einer Universität bist.
Und dir wird irgendwann bewusst, dass die Figuren in deinem Traum nur rezitieren. Ob die dir was über ein heliozentrisches Weltbild, über Photonen, über Kernspaltungen, über was auch immer reden, über Dachionen reden, würde dieser Mensch, dieser Computer, diese KI, würde dir das auch erzählen, wenn sie nicht so programmiert wäre? Kannst du überhaupt irgendwas denken, was nicht auf dein Intellekt drauf ist? Und ich sage immer wieder, auf dein Intellekt ist ja alles drauf. Du benutzt aber von deinem Intellekt bloß eine winzige Facette. Zum Beispiel alles, was dein Intellekt am Menschen aufwirft, die irgendwelche Meinungen äußern jetzt in deinem Traum, die deiner Logik, dieser kleinen Parzelle deines Intellekts, die du wirklich zum Denken benutzt, widersprechen, die kommen ja auch aus dir. Jetzt, was das Pixelmännchen Udo, der Lautsprecher von sich gibt, kommt aus dir, wenn du jetzt träumst. Das ist der einzige Trick dabei. Bist du der Erste? Bist du schon ich? Was heißt das? In jedem Moment sich bewusst sein, ich schaue mir jetzt meine Information an, die aus mir rauskommt. Egal, Information ist jetzt einmal vollkommen nebensächlich, welche Information das ist. Ich mache mir einfach bewusst, was jetzt für eine Information von mir wahrgenommen wird, die in mir drin ist und die aus mir kommt und mit jedem Gedanken sich verändert. Und warum verändert sich das so, wie es sich verändert? Und du wirst dann sehr schnell als Beobachter merken, weil ich so und so reagiere, weil ich diesen Moment so interpretiere. Und es ist ein ständiges Spiel, wo ich ganz, ganz genau erkläre, ob das einmal nachvollziehbar, das wäre die perfekte Meditation. Dann werde ich auch irgendwann merken, in was für Einseitigkeit mich mein Ego immer und immer wieder reintreibt. Und wenn es ein Schreibwahn ist, ein Schreibdurchfall ist, weil ich meine, ich müsste irgendwelchen Menschen irgendwas mitteilen. Ich betone immer wieder, ich erzähle nichts irgendwelchen Menschen, die ich mir ausdenke. Es sind Selbstgespräche. Ich erzähle es denen, der mich ausdenkt. Wie war das nochmal? An was denke ich? Ich rot gelesen, wenn ich an mich selbst denke. Jetzt spreche ich aus der Position dessen, an den ich denke. Ich kann das hier rumdrehen. Wer denkt mich jetzt eigentlich aus? Ja, ich. Ich denke doch jetzt an mich. Aber da habe ich jetzt die Stufen unserer vier Ichs. Bin ich ein Programm, das einen Körper aufschmeißt als Information? Ich denke an mich. Oder bin ich der Geist, der in Verbindung mit diesem Programm jetzt diesen Körper in mir aufschmeißt, an den ich denke, wenn ich an mich selbst denke? Aber dieses Ich, das sich jetzt mit dem Programm einen Körper erschafft und eine ganze Welt erschafft, so wie das Programm das hergibt, wer denkt sich dieses Ich aus? Das bin ich, OB. Das ist ein ganz einfaches Spiel. Und jetzt lassen wir es gut sein. Danke. Wunder, wie viel Wunder willst du? An jeder Kleinigkeit. Meinst du, dass du irgendeinen Gedanken denken könntest, den du nicht von mir hast? Du hast dein ganzes Leben von mir bekommen, aber nicht nur das, du kriegst noch 1000 andere. Du musst nur mal irgendwann verstehen lernen, was du bist und was Gedanken sind, was ein Leser ist und was die Geschichten sind, die er lebt. Was der Zuschauer von Videos, schon interessant, Video, da haben wir den Gott schon mit drin, die sich in seinem Individualbewusstsein abspielen, das sind die Spiele Krishnas. Das ist das Spiel, der Schwarze. Dann können wir jetzt wieder zurückgreifen auf unser Ritterbild, die schwarze Ritter mit der schwarzen Brille und dem weißen Gesicht und die schwarzen Haare, die auf einem weißen Stuhl sitzt und sich dort in Bewegung setzt. Ich mache immer wieder die Kamera Obscura. Diese Kamera Obscura, da muss ich zuerst einmal wissen, in dem Punkt ist nichts drin. Und wenn ich jetzt immer sage, innen und außen, es geht zuerst einmal um den Punkt, wo wir uns innen und außen ausdenken. Was jetzt wichtig ist, Kamera heißt ja eigentlich genau genommen Gewölbe. Das heißt, es wölbt sich was aus dir heraus. Ich mag es jetzt. Jetzt denke, du hast eine VR-Brille auf, dann hast du ein Gesichtsfeld vor dir. Das ist wie ein Gewölbe, weil du dir auf einer Z-Achse eine Tiefe ausdenkst, die aufgrund der zwei Flächen überhaupt nicht existiert. Die entsteht erst durch den Unterschied der zwei Flächen. Das ist das Gewölbe. Und das Obskure, dann die andere Seite, das hast du, die Verfinsterung, das ist schwarz, das ist Krishna in dir. Und jetzt denk an das Dia positiv und das Dia negativ, wenn ich sage. Die zwei Bilder, positiv und negativ, wenn wir da Farbe drauf machen, wenn wir die aufeinander legen, ist in der Mitte ein gleichmäßiges, hundertprozentiges Schwarz und das Weiß, das Blatt Papier, das dich einhüllt. Immer spiegeln, wirst du irgendwann merken, da kann ich dir auch 16 Seiten erklären.
Und das ist immer sehr, wenn man hier jetzt denkt, ich muss das noch ansprechen, ganz kurz, in einem vorherigen Selbstgespräch rede ich von dem Bücherregal. Da kann man zwei Metaphern machen. Wir können sagen, das Bücherregal ist ein Konstruktprogramm. Und jedes dieser Bücher entspricht nur einer KI in dem Konstruktprogramm. Das heißt, wenn ich ein Buch lese, bin ich zwar jeder dieser Charaktere, die dann gespielt werden, diese Rollen. Jedes Buch ist eigentlich ein Buch in einer Ich-Perspektive gelesen. Eine Geschichte, eine Lebensgeschichte aus einer Ich-Perspektive heraus. Ist immer dieselbe Welt. Das heißt, jetzt hat sie die Figuren, haben dieselben Stadt, die leben im selben Land, können dieselbe Welt bereisen, aber jede Figur, jede KI, aufgrund dessen, wenn du zum Joystick-Führer wirst, bestimmst ja du, wo du hingehst und was für Möglichkeiten du aus dem gesamten Bücherregal rausrechnest. Das wird dann sehr, sehr persönlich, nennen wir das, auch persönlich mit den Meinungen und den Filterungen. Und die zweite Möglichkeit des Bücherregals ist, dass ich sage, das Bücherregal ist jedes Buch ein komplett eigenes Videospiel. Dann ist praktisch dieses einzige Buch ist dann schon wieder Bücherregal in einem Buch mit Film-KIs. Genau. Das sind die zwei Möglichkeiten und dasselbe haben wir jetzt auch definitiv, wenn ich immer wieder sage, jetzt mit der Kamera Obscura, mit den Vorstellungen. Wenn du jetzt als Brüssel da sitzt, kannst du dir vorstellen, was vor dir ist? Du schaust dir einfach mal auf deine VR-Brille. Du hast jetzt den Monitor oder Handy und du hast einen dahinter. Das ist eine Z-Achse, befindet sich alles in dir. Und kannst dir im selben Moment feinstofflich denken, dir vorstellen, was jetzt hinter dir ist. Das sind alles aus, das ist aber auch deine Information. Das ist beides, deine Vorstellung, was vor dir ist und was dann hinter dir ist, ist in dir. Information. Genau. Das ist aber nicht eine Spiegelung. Nee. Dann habe ich das jetzt gesagt. Ich kann mir auch vorstellen, was über mir ist und dann kann ich mir auch denken, was dann unter mir ist. Ich bin immer die Mitte. Aber da haben wir es nicht mit einer Spiegelung zu tun. Genau. Du hast es dann mit einer Spiegelung zu tun, wenn du dir vor dir ein Positiv hinstellst, ist in dir das Negativ. Und die zwei aufeinandergelegt, in dem Punkt selber ist gar nichts. Jetzt haben wir den schönen Widerspruch, es ist alles in dir, obwohl in dir überhaupt nichts drin ist. Erst wenn du dich innerlich auseinanderreißt, dann bist du immer noch heil. Plus 5, minus 5. Das ist das, was ich sage. Jetzt haben wir schon was auseinandergerissen, was aber arithmetisch als ein bewusster Ari betrachtet eigentlich nichts ist. Ich bin nichts und ich bleibe nichts als träumender Geist. Und meine Informationen sind eigentlich auch nichts, aber die sind gespiegelt aufgespannt. Und ich sehe erst was, wenn ich davon nur eine Seite anschaue. Ja. Das ist der Trick. Genau. Ich kann immer nur eine Seite anschauen. Und jetzt haben wir das, dass ich immer sage, hier plus 5, minus 5, sobald wir uns das denken, ist diese zwei sind eine Seite, wo wir dann das Gegenteil, die 4 brauchen. Und sobald wir uns die 4 denken, brauchen wir die 8. Und sobald wir 8 denken, brauchen wir 16. Was jetzt schon wieder wie Chronologie aussieht, ist gleichzeitig da. Das beginnt bei der 1, das 2 wird, das absolute Kreat zu Ex Nihilo. Und dann sind 4, 8, 16 unendlich viel. Das ist wiederum nichts. Ja. Das Umstilben. Jetzt ist aber Schluss. 33, 13 passt schön. Passt. Danke. Will man noch eine Runde leben weiter? Danke.